So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Shiny Gold X mit mir im Ring. Und in der heutigen Episode beginnen wir mit der Pokémon Liga. Oh yeah. In der Pokémon Liga erwarten uns so einige krasse Trainer, nehme ich an. Wieder die krassen, epischen und wahrscheinlich sehr RNG-gebasten Doppelteam-Strats, auf die ich mich schon sehr freue. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich die trotzdem durchspielen will. Als Nuzlocke natürlich, und es mir vollkommen egal ist, wie ich das anstelle. Aber ich will dieses Spiel durchspielen, um zu zeigen, Leute, selbst Doppelteam kann die schmal kreuzweise, wisst ihr? Und mitgebracht habe ich heute dieses Team. Ich habe alle Pokémon auf Level 55 trainiert, und zwar per Hand, ja, weil EV-Punkte sind da zwischendurch vor allen Dingen für die Liga extrem wichtig, wie ich mir gedacht habe. Und das sieht man auch vor allen Dingen jetzt an den Statuswerten. Die haben, denke ich mal, enorm zugenommen im Vergleich zu 5 Leveln davor. Ja, Herr Eber natürlich auch auf Level 55. Ich habe aber Bronze Grill nochmal Return beigebracht, also Rückkehr, einfach als stärkeren Step-Move im Vergleich zu hier Ruckzuck-Hieb und ja, einfach nochmal Damage auszuteilen. Ja, Herr Eber hat auch nochmal Erdbeben drauf geklatscht bekommen. Ich war überlegen, wen ich Erdbeben beibringe. Ich hatte 4 Pokémon, denen ich es hätte potenziell beibringen können. Ich habe mich dann letztendlich für Herr Eber entschieden, einfach weil Herr Eber schon ein Pokémon ist, was Damage tanken kann. Was man auch hier an den Statuswerten wieder sieht. Ich mal, guckt euch das mal an. Physische Verteidigung 117, das ist schon ziemlich krass. Vor allen Dingen, wenn man die HP dann auch noch sieht. Und feuert dann halt einen Step Erdbeben ab, mit 134 Angriff. Das ist schon ziemlich solid. Und ja, Dick hingegen... 60 Stärke, Einzug warten, vor allen Dingen auch noch mit Doppelteam. Ha, ist mir zu unsicher. Aber ja, war schon schwierig. Ich hätte gerne auch noch Nidoqueen, also Khaleesi beigebracht, aber konnten wir dann halt doch leider nicht tun. Da haben wir noch Mr. Satan und Mr. Satan endlich einen Move erlernt, auf den ich mich schon sehr freue, und zwar Megahorn. Ja, er hat sein Horn ausgepackt, beziehungsweise sein Horn wachsen lassen, und 120er Move, Step drauf. Alles klar, Chef. Megahorn drauf und dann geht's halt ab. Ne? Ja, guckt euch mal die Statuswerte an. Einfach nur sick. 162 Angriff. Zu! Ja, wir müssen Satan definitiv sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, Laterne hat dann auch noch mal ein bisschen was drauf bekommen an Stat Boost, finde ich. Ne? Also ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. 2 Werte auf über 100, 208 HP ist schon ziemlich solide. Kann mich nicht beschweren. Und wait, wir sind noch nicht fertig. Natürlich auch wieder auf Level 56. Khaleesi ist ja auch auf Level 56, weil das sind die beiden Pokémon, die ich zuletzt ins Team genommen habe, und die haben auch noch am meisten EV-Punkte gebraucht, so dementsprechend, ne? Deswegen dachte ich mir, ja komm, ein Level höher ist immer gut. Vor allem bei Khaleesi merkt man, das sind alle Werte auf 100. Ziemlich solid, wenn ihr mich fragt. Guckt euch das mal an. Sehr ausführliche Statuswerte. Und Khaleesi zu trainieren ging auch relativ schnell und es hat echt viel Spaß gemacht. Und ich liebe sie jetzt schon, ja. Sie ist so ein tolles Pokémon, ja. Unsere Danny. Sludge Bomb, Fire Punch und Ice Punch sollte hier eigentlich auf Khaleesi ganz gut sein. Und als erstes Pokémon haben wir natürlich noch Roddy Boy. Und Roddy Boy hat auch richtig gute Statuswerte. Der hohe Spezialangriff und der Speedwert fällt auf. Ja, Leaf Blade, Thunder Punch muss ich glaube ich nicht so sagen. Und wir werden mit Roddy definitiv unseren Spaß haben. Naja, ich habe mir auch ein paar Tränke geholt. Ich zeige euch mal eben mein Bag-Menü. Hier haben wir alles ganz weit oben. Alles Wichtige. 50 Hyper Potions, 30 Max Potions. 10 Full Restore. 10 Full Restores? Ja, okay, 10 ist okay. Benutzen wir halt nur in den wichtigen Situationen. Genauso wie noch ein paar Hyperheiler. Ja, Max Repel habe ich auch aufgefüllt. Ich habe auch noch ein paar Bälle gekauft. Also mein ganzes Geld ist futsch. Ich habe das ganze unnötige Zeug verkauft. Und ja, ich würde sagen, wir wollen jetzt hier krasse Action sehen, ne, eigentlich. Ich persönlich, also ich will nicht sagen, ich schlottere, aber ich habe schon ziemlich großen Respekt vor dem Kampf. Max, Elixir, Aether sind auch alle bereit. Ein paar X-Items für den Fall der Fälle. Und dann hoffen wir einfach mal, dass alles reichen wird. Vor allen Dingen glaube ich, dass wir die Aether brauchen werden. Wegen AP und so weiter. Ne? AP wieder refreshen, wissen wir Bescheid. Ja, wird auf jeden Fall tough. Ich weiß nicht, wie ich das machen werde. Jeder Part ein Kampf. Wenn wir heute schnell fertig werden, nehme ich vielleicht noch Koga mit. Gucken wir mal. Aber die Frage ist jetzt eher, womit wir leaden werden. Weil wir haben wir haben keine Resistance gegen Psychoattacken. Und der erste Typ ist ein Psychotrainer. Das heißt, das wird ein ganz, ganz großes Problem, wenn wir nicht aufpassen. Und ich bin da echt am überlegen, womit wir starten. Also, normalerweise fangen die ja immer gerne mit ihren Vogel-Pokémon an, mit ihren Flug-Pokémon. In den Originalspielen fängt ja auch mit Xatu an. Deswegen ist, glaube ich, Laterne hier unsere Wahl. Vor allen Dingen, weil Laterne, glaube ich, auch Psychokinese von allen unseren Pokémon am besten tanken kann. Und, ja, hoffen wir einfach mal, das ist eine gute Entscheidung, keine schlechte, die wir hier, jetzt gerade raushauen.
Willkommen in der Pokémon-Liga-Regie. Erlaube mich vorzustellen, ich bin Willi, ja. Ich trainiere Psycho-Pokémon. Und du hast also die Herausforderung in der Pokémon-Liga hier angenommen. Alles klar, verlieren ist keine Option für dich. Auch nicht für mich, okay. Gegen Willi geht's ran, Leute. Willi, damals unglaublich stark gewesen, wie ich finde. Einfach weil Psychokinese damals ziemlich sick war und ich keine Ahnung hatte, als ich das gespielt habe, das Spiel. 55, also wie wir. Das heißt, gegen Ende wird's dann halt vom Level her noch ziemlich tough. Ich würde mal sagen, das geht dann wahrscheinlich noch 10 plus 10 Level hoch. 65 so rum. Ja, wird tough. Wird tough. Aber schaffen wir. Und oh! Ich habe die Animation aus. Das war nicht geplant. Das ist ärgerlich. Oh Mann, ich hab die Animation bei diesem epischen Kampf nicht aus. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich relativ schnell mit Willi fertig. Das wiederum heißt, ich muss Koga mitnehmen. Aber das ist okay. So, als nächstes ist Laterne hier drin. Gegen Slowbro. Was macht denn Slowbro gegen uns? Okay, Erdbeben. Alles klar, weiß ich Bescheid. Heißt also, wir können hier auf jeden Fall nicht drin bleiben. Gegen dieses Slowbro und müssen auf jeden Fall hier raus. Ah, ich nehme auch die Paralyse auf Slowbro. Das ist gut. Und das auf Level 54. Okay. Das heißt also, wie gesagt, ich rechne mal, dass Siegfried, der Champ, Pokémon auf Level 65 hat. Und das wird gleichzeitig auch der schwerste Kampf in der Liga. Mit absoluter Sicherheit. So, Laubklinge für das Slowbro. Damit wir das fix rausnehmen können. Und so schnell geht das schon, Leute, mittlerweile, ne? Ja, alles wegen der Animation. Ja, das wegen der Animation ist schon echt ärgerlich. Aber wie gesagt, das heißt, wir nehmen Koga einfach mit. Ist in Ordnung. Okay, was kommt als nächstes rein? Medicham. Hm, das. Hm. Medicham. Ich geh mal auf Bronze Grid. Das ist ganz cool, weil, wenn das Ding Turmkick kann, oder irgendwie so aus der Art, dann können wir das ganz gut. Komm, meint. Calmind, okay. Ja, wenn's. Ja, Calmind. Jetzt kriegst du wahrscheinlich so einen Boost auf die Elementarschläge. In Ordnung. Machen wir mal Wing Attack. Okay. Ja, Fly wäre auf jeden Fall ein One-Hit gewesen. Aber es benutzt nochmal Calmind. Also Gedankengut. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt easy nochmal Wing Attack benutzen, das Ding aus dem Spiel nehmen. Easy going, Leute. Ja, trotz alles auf folgend. Und obwohl wir keinen Switchen gegenüber Psycho angefahren haben. Das ist super. Okay, das nächste Pokémon ist Exeggutor. Ich habe wahnsinnige Angst, Leute. Ich habe wahnsinnige Angst, dass irgendwas mit Doppelteam kommt und deswegen will ich auf gar keinen Fall Fly benutzen. Ich greife einfach straight mit Wing Attack an, weil ich mir sicher bin, dass Wing Attack zumindest ein Two-Hit-KO ist. Das ist schwierig, das. Oh, und wir sehen, Psychic macht so viel Damage. Ich will jetzt hier nicht auf den Roll ankommen lassen. Einfach Fly, hoffen, dass er jetzt nicht Doppelteam oder so Faxen macht. Sleep Powder, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch treffen. Sehr gut. Das war's auch mit Exeggutor. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben nur noch ein Pokémon vor uns. Und dann hätten wir den ersten Kampf der Liga in Rekordzeit gewonnen. Und das ist Jinx. Jinx, Jinx, Jinx. Das ist sogar echt ein Problem, Leute. Und das ist jetzt kein Scherz. Das ist sehr gut. Jinx, meine GPL-Cheerleaderin. Ich muss sie erstmal hochheilen. Ich weiß nicht, wie ich Schaden Psychokinese macht. Gut, dass ich mich hochgeheilt habe. Erstmal noch Thunder Wave hinterher, um das Ding zu paralysieren. Ah, damn! Mann! Und schon geht das Spiel los, Leute. Ja, das ist das Problem. So, so ein schnelles Psycho-Pokémon, was richtig krass reinhauen kann wie Jinx, das ist schon echt ein Problem. Und das ist auch ein Problem, dieser verkackte Special Defense Drop, den wir jetzt gerade hinnehmen müssen. Aber ein. Zwei in Folge. Well met. Gib ihm auf den Eber. Brick Break? What? Brick Break Rosana? Durchbruch!
Easy, Al. Was machen wir dagegen? Einfach erstmal bisschen schneller. Ja, wegen der Paralyse, ich Depp. Und so schnell kann es gehen, Leute. Rosanna anfälliger als meine kleine Cousine, wie ich so schön zu sagen pflege. Und das war's mit Will. Mit Willi, ja. Ah, das ist ärgerlich mit der Animation, ich weiß, aber es hätte schon noch ein krasserer Kampf werden können. Aber wir waren halt vom Level her gut dabei. Wir haben den Typen outskilled, outplayed, whatever. Und weiter geht's, Leute. Wie gesagt, dann müssen wir heute halt auch noch den zweiten Kampf mitnehmen. Kein Problem, ja. Ich werde jetzt sicherlich nicht sagen, man, 10 Minuten, ich muss an meine Regeln halten, ist okay. Dann machen wir das halt so. Meine Sorge ist vor allen Dingen einfach nur, dass ich, der Mystery Dungeon ja erst dann am, zum Release, Europa Release anfange, und zwar am 19. Das ist halt so meine einzige Sorge dabei. Okay, habe ich noch irgendwas, um kleinen Schaden zu heilen? Ich hab nichts für den kleinen Schaden, ne? Das ist auch ärgerlich. Das heißt, ich muss einfach Hyper Potion mit 20 HP benutzen. Ja, feels bad, man. Aber Safety first, Leute. Vor allen Dingen in der Nuzlocke, ne? Und vor allen Dingen in der Liga. 20 HP in Hyper Potion, das tut weh. Aber wir haben ja noch genug, von daher geht das ja noch gut. So, als erstes muss ich natürlich jetzt auch noch Kampfstil wechseln, perfekt. Hat er das übernommen? Nein, nicht saven. Hat er übernommen, okay. Und dann nehmen wir halt, wie gesagt, heute noch Koga mit. Da haben wir ihn, Leute. Sieht richtig cool aus hier bei Ruhr. diese Blumen, die da einfach so rausgerissen sind und da einfach eingesetzt worden sind. Sieht ein bisschen gammelig aus, aber naja, egal. Okay, wohin hat der nochmal in den Originalspiel geleadet? Ariados, ne? Ariados. Ich würde sagen, Khaleesi ist hier ganz gut. Du weißt gegen diese ganzen Giftattacken eine Resistenz auf. Falls er mit Forstelke oder so leadet, haben wir VR-Schlag gegen alle anderen. Das sollte ganz gut sein. Here we go. Ich verkoga von den Kopf hier. Ich nehme den Schatten. Ein Ninja. Ja. Schlaf, Verwirrung, Konfusion. Ich werde deine Pokémon alle nacheinander besiegen. Okay, das Praktische bei Koga ist natürlich, dass man hier nicht sein Sprite oder so nochmal neu machen muss. Man konnte einfach seinen aus Feuerrot und Blattgrün nehmen, ne? Und hier sogar mit Fortress. Das ist perfekt, Guys. Das ist wirklich perfekt. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. So, Fire Punch in your Base, und das ist auf jeden Fall ein One-Hit KO gegen Fortress, oder? What? Did just happen? Und warum? Warte mal, was will ich das nicht ausmachen? Sieht man mich dann noch? Wir machen das Licht an. So. Ja, Doppelteam. Jetzt müssen wir uns wieder auf diese verkackte RNG verlassen. Aber zumindest ist ein Full Restore raus. Ja, das ist das einzige Positive, was ich hier raus gerade entnehmen kann. Okay, wir treffen, das ist super. Das heißt, wir müssen noch den nächsten Angriff treffen. Vielleicht ist es sogar ein Roll. Feuer. Burn. Ah, schon. Weit. Sehr gut. Das heißt, das Fortress hat de facto eigentlich nichts gemacht. Und wir konnten es trotzdem rausnehmen. Besser geht's, glaube ich, nicht. Puh. Okay, was kommt jetzt rein? Mag. Mag ist ein kleines Problem. Mag kann aber, glaube ich, so ziemlich gar nichts gegen Herr Eva machen. Boden-Pokémon sind in der Regel immer ein Problem für Mag. Minimize, Komprimator. Okay. Hier muss man dem zugute halten, in den Originalspielen hat Koga auch eins mit Minimize. Ja, das muss man ihm jetzt hier zugute halten. Ja, das ist kein Problem. Aber er hat eben reicht es, um Mark rauszunehmen? Nicht ganz. Das ist schade. Das ist echt schade. Ich glaube, das ist jetzt in der Range für Headbutt. Wenn wir treffen. Oh Gott, nein, nicht Body Slam. Reicht das? Jawohl, es reicht. Okay, also die Level steigen anscheinend nicht so krass auf. Vielleicht könnte der Champ tatsächlich auch doch erst nur so auf Level 60 sein. Das ist okay. Venusaur. Kann auch Erdbeben und so, ne? Ich kann Pflanzen. Also. Ich gehe mal auf Khaleesi raus. Khaleesi sollte hier Matschbomben und so weiter trotzen können. Erdbeben wäre dann ein Problem. Solarstrahl. Ja, ein Solarstrahl tanken wir. Noch mehr Damage. Noch Fire Punch. Bin schneller. Kriegen jetzt vielleicht einen Burn. Burn wäre jetzt natürlich bombastisch. Leider nicht. Wir fesseln den Solarstrahl. Ist aber okay. Ein Solarstrahl tanken wir eigentlich auf jeden Fall. Und ich gehe jetzt mal auf Bronze Grill raus. Einfach weil ich abchecken will, ob das Ding vielleicht in irgendeiner Form erbeben kann. Ja, es kann auf jeden Fall erdbeben. Ist doch klar. Wenn schon sowas wie Megani in diesem Spiel erdbeben kann, dann wird das auf jeden Fall auch erdbeben können. Was wir jetzt aber machen können, ist Feather Dance.
um die Giftattacken, falls es Matschbombe oder so drauf hat, abzuschwächen. Das heißt, so Matschbombe macht dann prinzipiell fast gar nichts mehr. Das war sogar ziemlich gut von uns, dass wir jetzt einfach auf Down reingegangen sind. Ich will jetzt einfach nochmal Fly. Fly müsste eigentlich ein Twit KO sein. Seepower. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich das komplette Moveset von dem Ding gesehen. Das macht sozusagen also eigentlich gar nichts gegen Bronze Squirrel. Eigentlich schon. I like that. Das macht so gesehen eigentlich gar nichts gegen Bronze Squirrel. Aber wie gesagt, Zitrobeere? Ah, nicht schlecht, Zitrobeere. Ja. Ist okay. Ich meine, wir können jetzt erstmal auch noch hier unsere Flöte benutzen. Flöte! Blauflöte! Was war das denn für ein Special Effekt? Und Bronze Squirrel wacht auch, sehr gut. Wir haben jetzt eigentlich so ziemlich gar keine Plus- oder Minusrunde gefahren. Aber ist okay. Das Venusaur macht halt, wie gesagt, gar nichts gegen uns. Es hat keinen einzigen Move, der uns neutral effektiv trifft. Ich kann nochmal Sleep Powder. Ist in Ordnung, vor allen Dingen, weil mein Gegner jetzt wie das in Teases benutzen wird. Aber im Endeffekt machen wir halt Plus, wisst ihr. Ich meine, ich kann die ganze Zeit Blue Flute benutzen. Das Ding wacht auf. Wie das in Teases. Easy going, Leute. Ja, was soll denn Koga machen? Aber das zum Beispiel, ja, Leute, das sind so die Kämpfe, vor denen ich sowieso nicht so mega große Angst habe. Ich habe vor allen Dingen Angst vor dem Champion-Kampf. Der Champion-Kampf, die ganzen Drachen, und der trifft die ganze Zeit mit Sleep Powder. Dude, hör auf damit. Der Champion-Kampf, Leute, das wird die riesengroße Herausforderung in diesem Game. Das wird, seriously, die riesengroße Herausforderung in diesem Game. Der Champion-Kampf. Weil vor allen Dingen die Dragorans, die werden uns so niedermetzeln, wenn die auch noch so scheiße können wie Doppelteam oder Drachentanz oder was weiß ich was. Ich will gar nicht dran denken, was sie mit uns anrichten können. Wow, 4 von 4 Sleep Powder, ne? Das ist auch schon ein Ding. Viermal mit einem 75% Move hintereinander zu treffen. Aber wir können die ganze Zeit immer entsprechend gegenwirken. Mit Blue Flute! Blue Flute! Die blaue Flöte. Okay. Okay. Ja, nochmal Wing Attack, ne? Spart auch ein bisschen AP auf Fly, das ist auch nicht gerade unwichtig. Vor allen Dingen, dann wird das nächsten Kampf und er trifft wieder mit Sleeper, oder? Wow! Just wow! 5 von 5. Machen wir uns da auf jeden Fall mal einen Haken dahinter. Aber der kommt halt gegen die Kraft der blauen Flöte nicht an. Ich fand diese Flöten sowieso in Rubin-Saphir richtig episch. Ey, cool, wir können jetzt sogar den Kampf mit Return finishen. Das Maximalstärke bei Return gerade. Sah mir von der Animation her nach Maximalstärke aus. Sehr, sehr gut. Okay, zwei Pokémon noch. X-Bad wahrscheinlich noch. Und ja, Venomoth. Das macht gar nichts gegen uns. Und da können wir auch wieder mit Bronze Grill drin bleiben. Wing Attack. Das macht Jack Shit gegen uns, ja? Okay. Venomoth ist damit auch raus. Aber der hat immer noch sein Crobat, ne? Das X-Bud. Das X-Bud ist ein Problem. Das X-Bud ist ein großes Problem. Weil das auch Doppelteam kann. Weil es auch in den Originalspielen Doppelteam kann. Ich weiß. Ah! Seht ihr? Das nehme ich denen auch gar nicht übel. Das war halt Poker auch in den Originalspielen. Jetzt muss nur noch Feather Dance treffen. Da macht er. Come on, boy. Come on! Komm! Digga! Mach jetzt hier keine Faxen. Plus 3. Wisst ihr, Leute, es gibt so einen Typen. Wie ist er nochmal? Irgend so ein YouTuber, so ein amerikanischer YouTuber, der Pokémon Wi-Fi Battles macht. Der ist versus Dingenskirchen, versus Tile oder irgendwie sowas heißt er. Ne? Der hat mal gesagt, Doppelteam und so weiter sollte in Competitive Battles erlaubt sein. Der Typ, der soll sich mal mein Let's Play angucken und dann soll er das nochmal sagen, ja? Oh Gott. Ja, wisst ihr, eigentlich ist der Kampf sowieso schon gewonnen, weil wir haben das Crobat jetzt auf minus 4 Attack runter. Das Crobat wird vor allen Dingen gegen Nidoqueen nichts machen können. Ja, minus 6. Der Kampf ist gerissen, Leute. Das Ding macht gar nichts mehr mit uns. Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist mit unseren Moves treffen. Ja, aber jetzt, wo ich das Team angesprochen habe, genau, es gab mal so einen Typen, diesen Verse Dingenskirchen. Ich hab den Namen nicht im Kopf, ne? Ist so einer, den
wenn man sich mit der amerikanischen PokéTuber, Pokémon-Szene, whatever, beschäftigt, dann hat man den Namen auf jeden Fall schon mal gehört und auch den Typen mal gesehen. Und der hat mal, ich habe mal so ein Video von ihm gesehen, wo er gesagt hat, ja, Evasion Claws, unnötig, sollte man erlauben, es gibt voll viele Hard-Counter dagegen, Moves, die zu 100% treffen, Schockwelle und so weiter und... Ja, da stand ich erstmal so da. Meint der Typ das gerade ernst? So stand ich da original da. Das Ding ist jetzt bei plus 6. Fuck you, man! Ja, die Special Defense Drops sind egal bei Spukball in diesem Spiel. Was mich gerade ärgert, ist, dass ich halt gar nicht treffe, ne? Ja gut, ich habe das Ding hier auch auf plus 6 kommen lassen. Da bin ich so gesehen ja auch selber schuld. Ich bin ja so gesehen auch selber schuld. Aber in den, wie gesagt, in den Originalspielen Gold, Silber, Kristall konnte dieses Kogas X-Bad auch schon Doppelteam. Ja, von daher ist das okay. Also bei dem kann ich es nicht nehmen. Ja, hier Special Defense Drop ist in Ordnung, ja. Ich muss halt nur treffen. Das Problem ist, ich verliere natürlich auch ein bisschen AP. Vielleicht muss ich demnächst mal Elixier oder so springen lassen. Ist okay. Aber wenn ich einmal treffe, ist alles okay. Aber wenn der crittet, sollten wir eigentlich auch noch ganz gut dabei sein. Komm. Danny, please. Do it for us, ja. Do it for us. Ah, wir können uns jetzt eigentlich schon schön ausruhen. Ich kann mich jetzt eigentlich irgendwie hinlegen oder so. Na, ist alles okay. Vielleicht muss ich jetzt zum Beispiel noch mal rausgehen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch. Ja, doch, Laterne. Ich meine, warum nicht? Eine Laterne, die macht sowas gerne. Es sind ja keine Flugattacken, das Crobat, ne? Es kann Spukball und es kann, hier, Poison Fang. Heftig. Boah, paralysieren will ich das Ding eigentlich ungern. Deswegen keine Donnerwelle, weil, dann verlieren wir, oder dann dauert der PP-War noch länger. Bitte nicht paralysieren, Laterne, okay? Ah, sehr gut, tut KO. Also, wir müssen nur noch einmal mit Spark treffen und dann sind wir eigentlich schon auf der safen Seite. Ja, das war ein Crit, aber ist okay. Ist okay, ist okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Come on, Laterne, please! Na, Swagger! Oh. Ich meine, man muss dem Gegner wirklich so eine. Also man muss den NPCs wirklich so eine Conceit-Option geben, wo dann halt einfach mal geschaut wird, habe ich noch irgendwelche realistischen Chancen zu gewinnen? Wenn nein, dann beenden die den Kampf automatisch. Die sagen die, ja, X-Bad. Ist okay. Wir werden hier keinen Blumentopf mehr gewinnen gegen Regibang. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal ganz spontan auf. Müsste man echt mal einfügen, wirklich, so eine Option. Ich meine, wirklich schwer einzubauen ist, ja, okay, vielleicht schon, aber come on, boy. Doch, du bist. Wie AP hat Shadow? 15, ne? Müsste gleich auf unten sein. Und wie viele Defense Drops kriegt ihr denn? So wahrscheinlich ist das doch gar nicht. Yes! Endlich! Kein PP-War. Meine Fresse. Ja, aber da habe ich mir gerade auch gar nicht drüber aufgeregt. Ich meine, warum, ne? Weil wir haben 6 Mal Down-Reigen durchbekommen und deswegen habe ich zum Beispiel die Down-Reigen auch auf Taubos draufgelassen. Das wird uns auch gegen den Champion sehr behilflich sein. Das kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen. Und ja, es war eigentlich heute relativ unspektakulär. Es waren klare Siege für uns. Wir haben hier zwischendurch auch mal wieder schön outplayed, wenn ich das mal so sagen darf. Kann man, glaube ich, seriously so sagen. Ich meine, was hat mein Gegner groß gemacht? Nicht wirklich viel, ne? Ja. Liegt wahrscheinlich auch teilweise an ja, den Plays, die ich da gemacht habe. Ja, Doppelteam haben wir gesehen. Ist nervig, aber Doppelteam ist auf jeden Fall mit RNG bezwingbar und ja. Ich kann froh sein, dass ich die 6 Down-Reihen durchbekommen habe. Da war ich auf jeden Fall ein bisschen lucky. 2 wären okay gewesen. 3 Down-Reihen war halt wirklich perfekt. Ja, aber gut. Ja, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Morgen sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit den nächsten beiden Kämpfen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt schon mit 2 Kämpfen begonnen habe, dann mache ich das wahrscheinlich auch so weiter. Und vor allen Dingen der nächste Kampf gegen Bruno, der... Ja... Keine Ahnung. Je nachdem, was für Pokémon er hat, wird der wahrscheinlich auch ganz gut für uns aussehen. Das heißt also, wir müssen automatisch auch noch Melanie mitnehmen, weil ein 10-Minuten-Video will ich euch eigentlich nicht geben. Ja, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ne? Daumen nach oben, dies, das, Ananas. Und ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt euch rotig und ciao! Euer...